Elektromobilität ist Fahrspaß pur. Wir haben heute mit Frau Dr. Zapreva und Herrn Kasten einen ersten öffentlichen Termin gemacht, wo wir einerseits die Kooperation unterstreichen wollen und sagen wollen, wir machen uns gemeinsam auf den Weg als VGH und InnerCity, und gleichzeitig haben wir eine Ladesäule bei uns vors Haus gestellt. Wir glauben daran, dass die Alternativen Antriebssysteme die Zukunft gestalten werden in der Mobilität und die herkömmlichen Diesel und Benzin immer weiter zurückgedrängt werden. Und das Ziel dabei ist nicht nur zwingendermaßen der unternehmerische Erfolg, sondern auch zu zeigen, dass Veränderung total Spaß machen kann, wenn man sie gemeinsam gestaltet. Mobilität ist auch ein uraltes Thema der VGH. Wir haben etwa 1 Million Autos in Niedersachsen versichert. Mit weitem Abstand sind wir Marktführer, und insoweit ist es für uns natürlich auch eine Frage, wenn sich Veränderungen in dem Geschäftsfeld irgendwie mal mitzugeben.